Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, werte Zuschauer hier im Saal, an den Fernsehgeräten und in den sozialen Medien. Der Antrag der Fraktion der Linken birgt eine gewisse Form des Humors. Aber dazu kommen wir später. Ich hätte es nicht gedacht, dass an einem Freitagnachmittag noch ein Kollege von der CSU, mich heute hier so zur Zustimmung treibt. Also vielen Dank, Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Die AfD unterstützt selbstverständlich jedwede Form des Kampfes gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Allerdings verwundert es uns ganz schwer, dass gerade die Nachfolgepartei der SED, die Linke, jetzt hier so meint, aufs Gaspedal treten zu müssen. Liebe Genossinnen und Genossen, sparen Sie doch erstmal Ihre Zwischenrufe. Sie sitzen da noch nicht mal mit 10 Leuten, bringen Ihren Antrag ein. Erstmal ruhig sein, zuhören, da kommen wir gleich zu. Liebe Genossinnen und Genossen, wie war das noch mit der Verschiebung dreistelliger Millionenbeträge, Geld, das zu Wendezeiten durch Ihre Vorgängerin verschoben worden ist? Vornehmlich in die Schweiz. Gut, es ist dann tranchenweise nach mehreren Gerichtsurteilen zurückgeflossen. Es fehlt immer noch was. Ich würde von Ihnen eine Zwischenfrage zulassen, wenn Sie die stellen wollten, aber nur, wenn Sie uns verraten, wo das Geld geblieben ist. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist genau unser Humor, den Sie hier bringen. Wir als AfD haben im Namen unserer Bürger großes Interesse daran, dass organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Terrorismus bekämpft wird. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, das funktioniert nicht, wenn wir uns hier an einem Freitagnachmittag hinstellen, einen abgedroschenen Antrag bringen, was eh schon geltendes Recht ist, und noch mal draufhauen und sagen, wir brauchen dringend. Das ist linke Polemik, meine Damen und Herren. Terrorismus und Geldwäsche bekämpft man in erster Linie dadurch, dass man auf seine Grenzen aufpasst, dass man überlegt, wen man ins Land lässt. Herr Keuter, ich habe Ihre Uhr angehalten. Gestatten Sie. Also für das Erste bitte ich mal um Ruhe. Gestatten Sie eine Bemerkung oder Frage des Abgeordneten De Masi? Wenn er uns sagt, wo das Geld geblieben ist, ja, ansonsten nein. Herr De Masi, wir werden uns im Ausschuss noch ausgiebig damit beschäftigen. Da haben Sie dann nicht die Bühne, wie hier die große Schaufensterpolitik also ja zu machen. Oder nein? Nein, danke. Wer das ablehnt, dass wir auf unsere Grenzen aufpassen, der öffnet förmlich Kriminalität Tür und Tor. Erinnern Sie sich, liebe Genossinnen und Genossen, es waren Ihre Vorväter, die damals die Grenzen verbarrikadiert haben, die nichts und niemanden hinein, aber auch niemanden rausgelassen haben. Das ist offensichtlich Ihr Humor. Sicher ist es richtig, dass die Behörden den Verdachtsmeldungen der Banken und anderer Stellen nachgehen müssen. Mit der Androhung von Gefängnisstrafen, hohen Sanktionen für die zuständigen Mitarbeiter in den Banken provoziert man allerdings nur zusätzliche Verdachtsmeldungen. Und wir lösen hiermit eine Flut aus, die mit Sicherheit vom Gesetzgeber nicht gewollt ist. Wir haben es eben schon gehört von dem Herrn Müller, melden macht frei. Genauso funktioniert das hier. Die Relevanz dieser Meldungen ist häufig nämlich gering und von überhaupt gar keiner zielführenden Bedeutung. Wir sind beim Thema Massenvorfälle. Diese manuelle Bearbeitung dieser Massenvorfälle, deren Relevanz, wir haben es schon gehört, in den allermeisten Fällen eher gering ist, kann niemals effektiv sein. Damit haben Ihre Altvorderen ja offensichtlich Erfahrung. Ende der 80er Jahre in der DDR, liebe Genossinnen und Genossen, da hatten wir schon mal Massenvorfälle. Sie wollen eine im Moment noch suboptimal funktionierende Bürokratie mit noch mehr Bürokratie bekämpfen.
das ist offensichtlich Ihre linke Ideologie, meine Damen und Herren. So, wir denken jetzt mal an unser Umfeld. Wo findet Geldwäsche statt? Stellen Sie sich mal die Innenstadt Ihres Beliebens vor. Wettbüros, Callshops, Spielhallen, Dönerläden in Unmengen nebeneinander. Da fragt man sich, wie kann so etwas funktionieren? Natürlich gibt es jede Menge ehrlicher Betriebe. Aber es ist tatsächlich so, dass hier häufig kleinere Bargeldtranchen auf Geschäftskonten eingezahlt werden, arbeitstäglich. Es führt zu keinen Kontrollmeldungen. Und wie sagt man im Ruhrgebiet, unsauber ist die Kohle. Da muss man ran und nicht an ihre pseudokulturelle Duldungsstärke, sondern da muss man mit harter Hand dran gehen. Ich spreche das Thema Schrottimmobilien an, wieder so ein Thema, wo sie meinen, ihre Ideologie verbreiten zu können. Hier holen sich Menschen, wo die Umsätze nicht so laufen, unsere Wohltaten ab. Dagegen muss man vorgehen. Wir werden natürlich der Überweisung in den Ausschuss zustimmen. Da werden wir Ihnen, Herr De Masi, in der Praxis noch mal erklären, was hier tatsächlich passieren muss. Mir bleibt es an dieser Stelle nur noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und der AfD einen erfolgreichen Bundesparteitag in Augsburg. Vielen Dank. Gut, ganz so weit ist es noch nicht. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.